Hi, schön, dass du wieder da bist. In diesem Video geht es heute einmal darum, wie du deinen Hund oder deine Hunde darauf vorbereiten kannst, wenn ihr zweibeinigen Nachwuchs erwartet. Ja, es ist eine aufregende Zeit, wenn eine Frau schwanger ist und auch wenn dann das Baby neu in die Familie kommt, vor allem wenn schon ein Hund oder mehrere Hunde da sind. Es ist eine riesen Umstellung, denn mit einem Baby läuft der Alltag einfach anders. Das, was deine Hunde bisher gewohnt sind, ändert sich. Es ist einfach noch ein neues Lebewesen da, um das sich gekümmert werden muss und auf dem auch am Anfang der Fokus ganz enorm liegt. Der ganze Alltag dreht sich darum. Und umso besser ist es, wenn du deine Hunde oder deinen Hund, bevor dein Baby kommt, darauf vorbereitest und ihnen noch ein paar Basics mit an die Hand gibst. Ja, ich möchte dir jetzt einfach mal erzählen, was ich mit meinen Hunden aktuell tue und auch getan habe, um sie jetzt schon auf unser Kind vorzubereiten. Ja, das Wichtigste, was für mich in der Tagesordnung steht oder auch stand, ist das Thema Entspannung. Nichts ist so wichtig, wie dass meine Hunde entspannen können, einerseits allgemein im Alltag, aber auch, wenn eine Situation aufregend ist. Das heißt, ich habe meinen Fokus die letzten Monate wirklich ganz stark darauf gelegt, das Entspannungstraining zu intensivieren. Ja, was heißt das? Ich habe einerseits unser konditioniertes Entspannungssignal, also ein Wort, aber auch unser Dufttuch nochmal verstärkt aufgebaut, sodass meine Hunde es wirklich in jeder Situation kennen und dass ich es auch schnell abrufen kann. Denn umso entspannter sie sind, umso schneller ich eine aufregende Situation entspannen kann, umso leichter wird das Ganze natürlich auch sein. Ich habe bei uns im Alltag den Relaxo-Dog eingeführt. Der Relaxo-Dog ist ein kleines Gerät, das Musik abspielt und für Entspannung sorgt. Und es werden auch gleichzeitig unterschwellige Schallwellen versendet, die auch wieder die Entspannung von unseren Hunden fördern. Der läuft immer wieder am Tag und ich merke wirklich zunehmend, wie meine zwei, wenn der Relaxo-Dog läuft, entspannen. Dann habe ich ganz extrem darauf geachtet, eine Ruhezone einzurichten. Ein Ort, wo die beiden sich wirklich zurückziehen können und den Ort, mit dem sie wirklich ganz viel Entspannung nochmal verknüpfen. Sie sollen sich dort wohlfühlen und ihn gern aufsuchen. Diesen Ort habe ich nochmal ganz extrem aufgebaut. Einfach als Rückzugsort, wenn das Baby da ist und es schreit, dass sie einfach einen Ort haben, wo sie hingehen können, wo sie zur Ruhe kommen können. Ja, und dann achte ich noch sehr stark auf die Ernährung. Denn die Ernährung ist ja wie das Motoröl für deinen Hund. Und mit der Ernährung kannst du das Verhalten auch ganz enorm beeinflussen. Das heißt, meine Hunde kriegen aktuell viel mehr Futter, das wirklich die Nerven stabilisiert und ja, dass das Nervenkostüm einfach stärkt. Ja, warum dieser ganze Entspannungsaufwand? Es wird vielleicht hektischer. Die Nacht wird nicht mehr ganz so ruhig. Meine Hunde kriegen nicht mehr den Schlaf, den sie vielleicht brauchen. Das kann alles sein, muss aber nicht. Aber wenn ich jetzt schon darauf vorbereitet bin und Möglichkeiten habe, dass meine Hunde wieder Kraft und Energie tanken können, dann wird es zu viel, viel weniger Problemen kommen. Deswegen lege ich auf diese Dinge im Moment ganz, ganz viel Wert. Ja, und dann habe ich natürlich auch noch ein paar Sachen trainiert. Denn da gibt es auch immer mal wieder was zum Optimieren. Ich bin normal im Alltag wahnsinnig zufrieden. Sie laufen schön an der Leine, sie kommen auf Zuruf zurück, laufen an anderen Menschen, Hunden vorbei. Es passt. Aber wenn ich genauer hinschaue und mir überlege, ich trage dann vielleicht ein kleines Baby hier vorne oder fahre mit dem Kinderwagen durch die Gegend, dann können so ein paar Dinge noch ein bisschen besser laufen. Deswegen habe ich da wirklich jetzt meinen Schwerpunkt auch nochmal darauf gelegt. Und zwar einerseits auf die Leinenführigkeit, dass sie hier wirklich schön locker neben mir laufen, an der kurzen Leine, auch an der längeren Leine, dass sie beide an einer Seite laufen können,
dass das einfach wirklich problemlos funktioniert, egal wo wir unterwegs sind. Dann das Signal, geh auf deine Decke. So kann ich meine Hunde einfach mal kurz auf ihren Platz schicken. Ich kann mich um etwas anderes kümmern, sei es um das Kind, um was auch immer. Und das war mir wichtig, dass das von jedem Ort aus in der Wohnung funktioniert. Also nicht nur, wenn ich direkt nebendran stehe oder wenn ich die Aufmerksamkeit voll bei meinen beiden habe, sondern wirklich zu jeder Zeit. Egal, ob ich auf dem Boden herumknie, ob ich irgendwie Essen in der Hand habe oder ob Besuch reinkommt. Mein Ziel war es, dass sie wirklich, egal was passiert, und ich sie auf die Decke schicke, dass sie sich wirklich sofort dorthin legen und auch entspannt dorthin legen. Als zweites habe ich dann noch das Klingeltraining optimiert. Ja, warum? Wenn Besuch kommt, ist es einfach immer ein bisschen anders, ein bisschen aufregender. Und mir war einfach wichtig, dass das noch entspannter abläuft. Dass wenn es klingelt, dass zwar ein, zwei Bälle kommen, aber dass die beiden dann einfach sich wirklich hinlegen und wieder Ruhe geben können. Und auch wenn der Besuch reinkommt, dass das alles gar nicht so aufregend ist. Also da habe ich auch nochmal meinen Schwerpunkt darauf gelegt. Denn mit Kind und zwei Hunden und wenn dann hier wirklich so ein Tumult ist, das ist einfach nicht angenehm. Deswegen war das auch nochmal ein Fokus. Ja, und ein letzter Punkt, den ich nochmal intensiv trainiert habe, war einfach die Impulskontrolle. Vor allem, wenn es um Futter geht. Kinder sind einfach auf der gleichen Höhe wie unsere Hunde. Und wenn die dann vielleicht eine Brezel in der Hand haben, ist es mir wichtig, dass meine beiden nicht einfach dahin gehen und das klauen, sondern wirklich höflichen Abstand halten. Oder auch wenn das Kind einfach mal was fallen lässt, dass sie sich nicht sofort draufstützen. Und dann auch ständig diese Erwartungshaltung haben, ich könnte was kriegen. Das stresst einfach. Deswegen war es mir hier nochmal wichtig, dass sie hier entspannt sein können. Ja, und dann habe ich einfach auch noch angefangen, die ganze Babyausstattung jetzt schon herzurichten. Meinen Hunden zu zeigen, dass sie es jetzt wirklich anschnuppern können, dass sie sich damit beschäftigen können. Und nicht erst, wenn das Kind dann da ist, dann ist nämlich alles neu. Das heißt, Kinderzimmer steht, Stubenwagen steht, Maxi-Cosi, Kinderwagen, also alles, was einfach jetzt schon da sein konnte, ist auch aufgebaut. Und meine Hunde konnten sich damit jetzt schon auseinandersetzen. Und ein letztes, was ich noch gemacht habe, dass ich Babygeräusche abgespielt habe. Also Babygeschrei, Babylachen, einfach so dieses Typische, was die kleinen Babys von sich geben. Und zwar zu jeder Tageszeit und auch mal nachts und auch in größerer Lautstärke. Einfach damit die beiden sich an laute Geräusche schneller gewöhnen, plötzliche Geräusche und dass sie dann nicht sofort aus der Ruhe kommen. Wenn ich Babygeschrei abgespielt habe, habe ich meistens auch nochmal das Entspannungstraining mit eingebaut, sodass die beiden hier wirklich auch eine andere Verknüpfung bekommen. Ja, das waren jetzt so in der Kurzzusammenfassung die Dinge, die ich mit meinen beiden jetzt einfach geübt habe, auf die ich den Schwerpunkt gelegt habe, einfach um die Zeit der Zusammenführung und die erste Zeit wirklich viel entspannter zu gestalten. Manches werde ich wahrscheinlich gar nicht brauchen. Bei manchen Dingen bin ich dann froh, dass ich es gemacht habe. Nichtsdestotrotz haben wir unseren Alltag jetzt schon viel mehr entspannt, weil ich einfach auf viele Punkte ein bisschen anderen Wert gelegt habe. Und ja, ich kann ganz entspannt der Zeit mit unserem Baby entgegensehen und brauche auch keine Angst haben, dass ich irgendwas verpasst hätte. Mein Ziel ist es einfach, dass ich mein Baby, meine beiden Hunde und wir uns als Familie wirklich wohlfühlen, schnell zueinander finden und dass der Alltag entspannt abläuft. Und dafür nehme ich gerne auch ein bisschen Vorbereitungsarbeit in Kauf. Ja, ich hoffe, ich konnte dir damit ein paar Anregungen geben, wie du deinen Hund auf ein Baby vorbereiten kannst. Und
Wenn dir noch Dinge einfallen, die für dich jetzt wichtig sind, kannst du sie mir gerne auch unter das Video mitschreiben. Ja, und wenn bei dir auch die Zeit da ist, dass du zweibeinigen Nachwuchs bekommst, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß mit deiner kleinen Familie.